Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir ein Spiel zusammen, was mir damals das Gefühl gegeben hat, als wenn mir wirklich die Welt offen stand und ich überall hinfliegen konnte, wo ich wollte. Und zwar geht es heute um das Spiel FA-18 Interceptor. Dieses Spiel ist Bestandteil dieser Airland Sea Compilation. Darin enthalten sind noch 688 Attack Sub und Indianapolis 500. Das werden wir in späteren Let's Plays zusammen spielen. Zu FA-18 Interceptor steht hier: Steuern Sie das modernste Flugzeug unserer Zeit, eine F-16 oder eine F-18. 7 riskante Kampfeinsätze, modernste Waffensysteme und holographische Instrumente. Ja, wirklich ein ganz besonderes Spiel. Ich finde auch im Rahmen des Amigas eine der Flugsimulationen, wo man das realistischste Flugfeeling dabei hatte. Also diese Trägheit, die sie damit eingebaut haben, war wirklich einmalig. Oder das Gefühl, wenn der Nachbrenner eingesetzt hat, auch das werden wir gleich zusammen rausfinden. Ja, da gibt es ja einmal Bestandteile des Spiels. Das ist einmal das Codewheel, einmal die Originaldiskette und einmal eine kleine, aber kompakte Anleitung. Ich bin ehrlich, ich habe FA-18 Interceptor nie so gespielt, dass ich jetzt Mission gespielt hätte oder ähnliches, sondern ich habe es eigentlich genutzt, um in der Welt, die da ist, herumzufliegen und auch mal ein bisschen Quatsch zu machen. Und all das werden wir auch heute tun. Ich werde jetzt also keine Mission fliegen. Vielleicht fange ich das irgendwann später nochmal an, aber ich möchte das einfach nur zusammen wieder mit euch spielen. Und zwar genauso, wie ich das früher getan habe. Ich bin mir sicher, das ein oder andere Bauwerk werdet ihr auch angeflogen haben. So, ich nehme hier mal die Tastenbelegung. Gleichtaste, Schub erhöhen, die Turbinenleistung um eine Stufe, Minus, nimm den Schub zurück. Rücktaste. Gear ist klar. Arrestor Hook, also A, für Befestigungshaken, wenn man jetzt von einem Flugzeugträger starten möchte. Das hat ein- und ausschalten. J, ECM-Jammer, also so ein elektrischer Störer. Z ist Chaff, Abwurf von Sprengladung zum Stören der feindlichen Überwachungssysteme und zum Irreleiten von ferngelegten Radargeschossen. F, Flare, Abwurf von IR-Leuchtkörpern zum Ablenken von infrarotgelenkten Feindraketen. Map, Karte, Anzeigen einer Karte des Luftraums und ihrer Position auf dem HSI. Horizontal Situation Indicator, Fluglageanzeige. Dann Range, also R zur Einstellung des Radarbereichs, 2, 10 oder 40 Meilen. Und T, Target Select, zum Anpeilen eines im Radarbereich befindlichen Zieles. Wiederholtes Drücken von T schaltet von einem zum anderen. Okay. So, das ist sehr hilfreich. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Wir spielen heute die WHD-Load-Version, aber auf einem echten Amiga mit einem Competition Pro Joystick. Ja, und dieses Spiel habe ich wirklich super Erinnerungen. Auch der Soundtrack erinnert mit diesem Glockenton an Top Gun. Genau, FA-18 Interceptor
1988 IntelliSoft. Published by Electronic Arts. So, ich werde jetzt mal Free Flight anwählen. Zwei. Keine feindliche Berührung. Ja, der Security Code ist bestimmt richtig. Und ich würde sagen, wir starten mal von Location 1. Natürlich mit einer F-18 Hornet. Und allein das, wenn der da so reinzoomt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe, wo ich dachte, mir steht ja jetzt die Welt offen, man kann überall hinfliegen, man braucht nichts anderes mehr. So, ready for takeoff, das ist das Cockpit. Kurz mal gucken, wo hier die Break war. Escape, Shift Escape und so weiter. Na, ich finde, wir starten einfach mal. Da ist Break, siehst du wohl. Einmal maximal ein Thrust. Er schiebt schon vorwärts, jetzt den Nachbrenner. Und allein die Soundkulisse ist wirklich einmalig und Bremse lösen. So, dann ziehen wir mal langsam hoch. Das geht schon. Gear hochfahren. Also Fahrwerk einfahren. So, und ich würde sagen, da hinten schimmert schon mal was Rotes. Ja, diese Unruhe beim Fliegen, auch wenn der Nachbrenner einsetzt, die Bewegung da drin ist, auch wenn man hier nach links und rechts schwingt. Also wirklich einer der meiner Lieblingsflugsimulatoren auf dem Amiga, welche ich tatsächlich sehr oft gespielt habe, war Fighter Bomber zum Beispiel oder A10 Tank Killer. Da habe ich auch viele Missionen gemacht. Aber hier, bin ich ganz ehrlich, habe ich primär den freien Flug, bis der Sprit ausging. So, und ich würde sagen, wir peilen mal die Brücke an. Und fliegen einfach mal darunter durch. Ja, das ist wirklich eins der hervorzuhebenden Spiele für mich. Das hat mir damals so ein Open-World-Gefühl gegeben. Als an Open World noch gar nicht zu denken war.
So, dann einmal tief anpeilen. Ich muss sagen, ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht. Es macht immer noch Freude. Kriegen wir das bei der flachen hier auch hin? Mal gucken. Ich glaube, das habe ich auch versucht, aber nie geschafft. Die ist, glaube ich... Na, wir gucken mal. Ist die mit eingezeichnet? Ja, ist sie. Ich bin mir doch sicher, das hat doch bestimmt jeder von euch schon mal gemacht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Oder andere Spiele, die ihr ein bisschen zweckentfremdet habt. Einfach, weil man es konnte. So, ich würde sagen, ich drehe mal um. War die da? Ja. Da in die Bucht. Na, ein Stück weiter rechts rüber. Genau, da ist sie. So, dann wollen wir mal langsam den Sinkflug einleiten. Ich bin gespannt, ob wir da drunter durchkommen. Ich weiß es nicht mehr genau, ob wir das... das geschafft habe. Direkt auf den... Okay. Ich hab's geschafft. So, eine war ja hier... Auch die Insel Alcatraz, also das Gefängnis, genau hier unten. So, und dann können wir mal versuchen, ob wir auf dem Flugzeugträger landen können. Der war da, so muss ich rechts. So, der Haken war... Man muss ja nicht immer jemanden abschießen, sondern man kann ja hier einfach auch nur so just for fun rumfliegen. Ich glaube, ich muss mal den Nachbrenner rausnehmen, weil sonst wird das hier nicht mehr allzu viel mit dem Rumfliegen. So... Map Range, Target Select. Ah. Genau, zum Ausfahren des Hakens am F-18 für Carrier Landings. So, auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich hier schon in die richtige Richtung fliege. Naja, grob. Ein bisschen so. Ach, da unten ist er. Kann man auch gleich... Nee, ja, das
muss ich da erstmal schauen. Wie die Landebahn da ist. Kann ich den jetzt schon ausfahren? Ja. Natürlich muss ich dann deutlich an Speed zurücknehmen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, ne? Nee. Nee, das war noch nichts. Aber klar, das Fahrwerk muss rausgefahren werden. Und ich muss halt deutlich langsamer werden. Langsamer. Allerdings darf ich nicht in den Stall kommen, also in den Strömungsabriss. Das heißt, wenn der Vortrieb nicht mehr ausreicht, um mich in der Luft zu halten. Das meine ich damit. Da ist der Stall. Okay, da muss ich da ein bisschen hochgehen. Gear ausfahren. Hey. Bin ich zu schnell. Ein bisschen genau da sind die Bereiche, wo ich aufsetzen muss, beziehungsweise diese gespannten Drahtseile, wo ich mit meinem Haken reinfasse. Fliege ich jetzt noch ein Stück weiter weg. Das ist hier. Und einmal umdrehen. Ja. Stall, ich weiß. Du magst jetzt keine Höhe. Aber da müssen wir jetzt zusammen durch. So, Gear ist draußen. Brake. Noch nicht. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Ich bin, glaube ich, zu nicht. Das wird nix, oder? Nee. Okay, meine Reifen haben kurz mal die Fahrerflugbahn berührt. Der muss doch abzusetzen sein. Ich krieg das hin. Ja. Na komm rum, bitte, so. Man kann das leider ein bisschen schwer erkennen, aber das ist nun mal. Das, was es damals gab. Und das ist auch genau gut so. Ist das jetzt.
Irgendwie kriege ich immer nicht den richtigen Winkel hin hier. Nee. So. So. Kurzes Stück weg. Und dann würde ich sagen, ich mache einmal eine Rolle rückwärts. Dann bin ich ja genau in der richtigen Richtung wieder. Wie ich gerade dran vorbeigeflogen bin. Das sollte auch möglich sein. Na komm. Nee, nicht mit so wenig Schub. Jetzt kann man aber besser sehen, wo die Landebahn ist hier. Ja. Oh. Na runter. Nö, okay. Der Haken ist doch noch draußen, klar. Der ist. Keine Option ist aufgeben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der mich nur landen lässt, wenn ich da eine Mission habe. Das weiß ich jetzt nicht. Nicht, dass da gar nicht die Möglichkeit besteht, mit dem Haken zu landen. Oh, ich bin ja wieder. Ja. Runter. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ich werde es weiter versuchen. Ja, hattet ihr Spaß? Spielt ihr selber gerne dieses Spiel oder fliegt ihr auch einfach nur so rum? Macht ihr sogar Missionen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.